Pioniere und Visionäre im Install lautet der Titel unserer aktuellen Sondersendung. Und wenn einer den Titel eines Pioniers verdient, dann ist es der Herr Kommerzialrat Erwin Haider, denn er hat eine wahre Erfolgsgeschichte zu erzählen. Herr Kommerzialrat Haider, ich darf das jetzt so sagen, Sie sind 1934 geboren, ja, und haben 6 Geschwister. Wie war Ihr Aufwachsen? Ja, grundsätzlich war in meiner Zeit ja der Krieg. Und dann war ich 45 Jahre, dann war der Krieg zu Ende. Und da war das schulisch auch alles zueinander. Und dann, ja, wir waren ja 7 Kinder. Also mein Vater war Straßenwärter, Wegmacher, mit Scheibe durchgefahren dann. Das waren ja noch Zeiten, wo man keinen Asphalt gehabt hat. Und ja, gelebt haben wir eigentlich schlecht. Ein kleines Häuserl haben wir gehabt, der Vater. Und 5 Gas, also das ist damals halt so ein Leben gewesen, dass wir halt gerade mit dem Leben davon gekommen sind, wir kennen alle. Aber wir haben nicht gehungert, muss ich auch sagen, aber wir haben halt viel Kraut und Erde festen müssen. Das war damals so. Und dann, wenn wir, wollte eigentlich, wenn ich fertig war mit der Volksschule, wollte ich eigentlich Maurer lernen. Und weil meine 2 Brüder, oder 3 Brüder, waren eher Zimmerer. Und ich meine, ja, wenn wir mal ein Häusl bauen wollten, das war halt interessant. Und der Vater hat gesagt, das ist ein ganz schöner Beruf, weil da legen sie die Zirkel schön hin, da braucht nur anplanieren und gut. Also ich meine, ja, heute, das wird schon zusammenbringen. Ja, doch ist dann nicht so ganz funktioniert, und zwar insofern, der Baumeister, wo ich anfangen wollte zum Maurer lernen, hat gesagt zum Vater, mag der Bub einen Zementsackel daheim. Sagt der Vater, du, mit 14 Jahren bin ich mir nicht sicher. Damals waren die Zementsäcke 50 Kilo. Und na, hat er gesagt, dann brauche ich noch nicht. Dann schickst du ihn 2 Jahre zu einem Bauern und dann kann er kommen. Und genauso war es. Habe ich den Vater zu einem Bauern hingeschickt, um Kost und Gewand. Aber damals war das Essen das Wichtigste. Es war ja nach dem Krieg, also da hat es eigentlich hauptsächlich das Essen wichtig gewesen. Geld hat nicht am Krieg, sondern vom Essen. Und so bin ich halt dann da 2 Jahre gewesen. Und dann hat man meinen Zementsackel daheben wegen. Und oft habe ich eigentlich Maurer gelernt. Das habe ich vorher ausgelernt. Und der Baumeister hat damals vor 60 Jahren oder ungefähr so eine ganz kleine Raupen gekriegt, das war so, hat es ja damals noch nicht gegeben. Es waren nur die alten Russen und Amerikaner Raupen waren da, das waren nur so Schubraupen, aber sonst nichts Besonderes. Die sind halt gerade so, dass sie was anplanieren haben können. Und dann hat damals schon so ein Raupen gegeben von einem Schweizer Fabrikant, mit so einem halben Kubikmeter, wie heute ein besserer Traktor schaffe ich genauso viel. Und im Zuge, dass ich Maurer gelernt habe, bin ich fertig geworden mit dem Lernen, hat der Baumeister gesagt, du willst mit deinem Werkel fahren. Habe ich gesagt, ja, ganz gern. War natürlich für mich damals eine gehobene Stelle. Und dann haben wir halt in der Regel Köhler ausgehoben und ein bisschen so Weg gemacht für die Traktor. Das sind die ersten Steiertraktor gekommen damals, die 26er Steierrad, mit der kurzen Schnauze. Dann habe ich mit dieser Raupe vom Baumeister so kleine Wege gemacht, ja. Und Sie haben dann aber mit 22 Jahren schon, ja, Ihre eigene Firma gegründet. Ja, das hat gleich ein bisschen so. Und jetzt geht's dann, ne? Und dann am Heiligen Abend hat der Baumeister gesagt, das ist ein junger Baumeister gekommen, die Mutter hat dann übergeben. Ein junger Baumeister gekommen von der Schule. Und den habe ich dann einmal, der habe ich zu Weihnachten Caterpillar putzt. Da wünsche ich Ihnen gute Weihnachten, schöne Feiertage. Und hat er gesagt, was ich mir halt wünschen darf. Habe ich gesagt, ja, einen größeren Caterpillar, damit wir wegbauen können, ordentlich. Ne? Weil da ist uns damals dann die mit den Militärraupen, was noch über waren, da von Hitler her, da gewesen. Und die haben halt größere Macht und größere Stärke gewesen. Und da sind wir halt in der Regel der Zweite gewesen, wenn es um was gegangen ist. Und im Zuge der Zeit und am Heiligen Abend hat er gesagt, ja, habe ich gesagt, wenn Sie halt größere Raupen kaufen, das wäre Arbeit, hätten wir genug. Dann hat er gesagt, das ist kein Geschäft. Und dann habe ich gesagt, wenn Sie nicht, dann tue ich. Ja, dumm, jung, dumm. Ja, hat er gesagt, dann bist du entlassen. Du hast mich entlassen. Heiligen Abend. Ich meine, du Trottel, entschuldige. Was hast du jetzt für ein Blödsinn gemacht? Aber
Mein Bruder, einer von den Brüdern, war Zimmerer. Und sage ich zu meinem Bruder und zu Hans, sage ich, du, wollen wir halt Caterpillar kaufen. Ne? Sagt er, bist du über Caterpillar, kostet 700.000 Schilling. Und 100.000 haben wir gehabt miteinander. Das ist schon viel Geld. Ne? Wir haben, und dann sind wir auf Wern gefahren, Caterpillar kaufen. Ne? Mit 100.000 Motorradl und Lederhosen und was weiß ich, Stiefel halt. Ne? Mit 22 Jahren sind wir zu den ersten zugegangen, Caterpillar, Type Caterpillar, das war ja was damals. Ne? Und hingegangen und der hat uns von oben bis unten angeschaut, aber Buben, was wollt ihr denn leicht? Ne? Hat uns nicht einmal gefragt und hat uns wieder weitergeschickt. Dann sind wir um die Ecken umgegangen, dann hat es eine deutsche Firma, eine Deutschrappe gegeben. Und dort sind wir hingekommen. Der hat uns da einen gefragt, warum wir das brauchen wollen und wo wir wollen. Ich sag, wir kommen von einer Gegend, wo eigentlich Gebirge ist und wo die Bauern jetzt alle lauter Traktor kriegen oder viele Traktor kriegen. Dadurch brauchen sie Wege. Und die Wege wollen wir bauen. Wir können das. Und wir haben noch nicht so viel Geld. Und der hat gesagt, so Geld, wie viel habt ihr Geld? Hab ich gesagt, 100.000 Schilling. Dann sagt er, naja, ich muss aber in Kürze machen, wie es war. Er kommt einmal geschwind raus zu uns aufs Land, das ist ja mein Zug noch alles gefahren worden, da hat es kein Auto noch nicht so viel gegeben, da keine Straßen, kein Autobahn und nichts. Und dann ist er hergekommen und gesagt, ja, naja, eine Häusl mit drei Gas, das ist nicht alles wert, aber Ehrgeiz habt ihr. Ne? Und er hat gesagt, ich gebe euch eine Raupe auf Miete, ihr gebt mir die 100.000 Schilling, die hinterlegt mir. Und das war so auch. Und er hat uns die Raupen gegeben, wir müssen im Monat 35.000 Euro zahlen, ein Schilling zahlen damals. Und ihr könnt fahren, so lange es so viel wollt. Und so haben wir uns dann schon langsam entwickelt und nach einem Jahr oder was, anderthalb Jahr, haben wir die erste angezahlt und auch bezahlt. Und dann ist das Radl schon erinnert worden nach oben. Ne? Also ihr habt in den ersten Zeiten, habe ich gelesen, im 8-Stunden-Takt eigentlich ständig gearbeitet. Und ihr habt es damit Samstag, Sonntag durch, ganz wurscht, wenn es Licht war, dann sind wir weggefahren und wenn es Fenster war, dann sind wir aufgehört. Ihr habt es eigentlich aus der Drei-Mann-Geschichte ein Unternehmen gemacht, das in unheimlich vielen Sparten jetzt tätig ist und riesengroß ist. Hat man das Ziel vor Augen gehabt oder hat man einfach gearbeitet? Nein, das ist einfach, kommt oft zu. Zum Beispiel Baufirma ist dann sukzessive mit dem gewachsen. Es würde zu lange dauern, wenn ich das sage. Heute hat die Baufirma, was ich, heute eine Baufirma hat 1000 Leute oder was und 1000 Leute in der Industrie. Also gut 2200 Leute, die wir haben. Aber im Großen und Ganzen ist dann eigentlich mehr oder weniger dadurch, dass ich auch politisch tätig war und war 25 Jahre Bürgermeister. Und die Frau Klasnik, das ist die ehemalige Landeshauptfrau, war damals Landesrat und Landesrätin und die hat mir immer reingepulvert, du kannst das eh. Und eigentlich deswegen, ich bin in St. Gallen vorbeigefahren bei der Kunststofffabrik, nur so. Und da habe ich den Reinhard, der was da daheim ist, den habe ich da bei uns in der Werkstatt Schrauben anziehen gesehen. Da habe ich, hat er das angeschafft? Er hat gesagt, ja, der Hand gefahren ist. Also ich bin ja nicht gescheit, ich weiß, haben wir das studieren lassen, den Schrauben anziehen. Ja, der Bub war 22 Jahre alt. Vorbeigefahren bei der Kunststofffabrik, ist der Betriebsrat rausgestanden und sage, du, es haut sich jetzt an. Ja, sage ich, ich kaufe das. Nächsten Tag auf die BH gegangen zur Versteigerung, dort kauft die Bude. War noch nie drei, gesehen, von nichts verstanden, gar nichts. Den Buben geschnappt, Montag in der Früh, da gehst her. Und dann habe ich mir die Angestellten ein wenig zusammengeholt, habe gesagt, darf es den Buben nicht so gehen. Er vertritt den Heider und ich komme alltag auf die Nacht her unterschreiben. Und so ist die Kunststofffabrik gegangen, aufgeblüht und ich weiß nicht, wie lange wir es gehabt haben, 20 Jahre oder was. Ich hupfe jetzt aber trotzdem bitte nochmal zurück auf Ihre Zeit als Bürgermeister. Sie waren ja mehr als zwei Jahrzehnte Bürgermeister in Atning. Ja. Und es war ja damals, was ganz interessant war, da war die Problematik auch mit dem Atommülllager, das hätte errichtet werden sollen. Und das ist eigentlich legendär. Vielleicht gibt und die Geschichte hören die ganz gern, wo Sie dann wirklich ins Parlament gefahren sind. Und da einmal euer Handleiten, ich sage das jetzt so salopp, dass die Wahlentiere gekriegt haben. Dass der Atommüll damals ja ein Risikoprodukt war, auch heute wahrscheinlich noch. Mhm.
Und den wollten sie bei uns im Bosok reingeben. Der Bosok hat zwei Löcher. Einen von der Eisenbahn durch, auf Oberösterreich, und einen von der Autobahn. Und die Autobahn hat damals so gewisse Seitenstollen gehabt. Und da wollten sie den Müll reingeben, den Atommüll reingeben. Und da waren eh schon wir hintereinander, ich war aber damals Bürgermeister. Und dann hat es eine Gegner-Menschenkette gegeben, die was 7 Kilometer lang über den Berg umgegangen ist, nach Oberösterreich, Fahrten über den Berg drüber, Bosok, einer dabei oben, eine Menschenkette, Hand in Hand, der Gegner. Ja, muss da einmal ausholen als Bürgermeister. Ja. Ich war aber eh dagegen, war nicht für Atomlager. Und dann hat sich das eigentlich zerschmissen, ich würde zu weit gehen, aber es ist dann gar geworden. Und hat man gesagt, nein, machen wir nicht, das wird gemacht. Ne? So ist das. Aber da hat schon hier und da noch die ganze Autobahn ist gebaut worden. In meiner Zeit, wie ich Bürgermeister war, da habe ich geschaut, dass die Grundablöser so viel Geld gekriegt haben wie beim Baugrund. Na, so ist es gegangen überall. Ne? Wenn man über Sie recherchiert, dann hört man eins immer, dass Sie zwei Sachen haben: gesunden Menschenverstand, ja, und ein ganz ein gutes Gefühl für die Sache. Sind das die Komponenten, die Ihren Erfolg ausgemacht haben oder ausmachen eigentlich? Ich glaube schon, er muss einmal ein Mensch zugänglich sein für jeden. Und der muss auch ungefähr ein Gespür haben. Kann ich mit denen alle reden und das beleidige den nicht gleich. Als Unternehmer bin ich deswegen groß geworden, reich will ich nicht sagen, aber groß geworden, weil wir einfach sehr viele Kontakte gehabt haben. Also politische Kontakte. Und bei der Politik kommst du wieder zum Nächsten und wieder zum Nächsten und tut das. Und das hat mich eigentlich schon aufgemüht, weil ich gesagt habe, das geht nach oben, Und die Baufirma ist dann schon weggerannt. Jetzt gehen wir ein wenig zur Fabrik vielleicht oder wo. Ne? Fabrik war für mich schon ein, wo ich gesagt habe, meine ganze Familie war dagegen. Die Übernahme der Maschinenfabrik war dann 1992. Da haben Sie, wie Sie zuerst schon angesprochen haben, die Kunststofffabrik, und dann war wirklich der große Wurf die Maschinenfabrik. Wie ist es dazu gekommen? In Wirklichkeit hat die Klassik schuld. Die Landhauptfrau von Klassik. Und in Wirklichkeit war ich Bürgermeister damals in unserem Ort. Und für unseren Ort haben sehr viele Leute da gearbeitet. Mindestens 100 oder was. Ne? Und irgendwo haben wir gedacht, ja, kann ich nicht was tun. 100 Leute, viel Geld, für viel Zeit. Wo dann die, damals war ein Arbeitsplatz noch nicht komplett, dass du dann gekriegt hast wie heute. Ne? Heute gehst du wohin, nimmt dich jeder. Aber damals hast du schauen müssen, dass du mal reinkommst in das Unternehmen. Dann hast du vielleicht 3 Monate warten müssen, bis sie einen gebraucht haben. Und dann haben sie halt gesagt, dann nimmst du halt den. Ne? Ja, nur wenn man jetzt aus der Chronologie außer hört, erfolgreich haben Sie dann gemacht oder hat es? Es waren alle ein wenig zurückgezogen. Ich bin immer der, der Blitzableiter war. Und ich habe immer Mut gehabt. Ich habe nie mich gefürchtet vor irgendwas. Und ich habe gewusst, wo ich hingehen muss, dass man die Kurve wieder dreht. Ne? Da ist ja auch viel Geld gegangen. Ne? Das hat er zahlen müssen. Die Fabrik hat kostet 240 Millionen Euro. Kann ich auch sagen, wie das geht. Die Klasse hat gesagt, die gibt es 60 Millionen. Ja? Und wir haben ein Kraftwerk gehabt von der Maschinenfabrik. Da in der Seinefahrt Oppenberg, da in Rottenmann. Und dann haben wir gedacht, no, das wird der Flick haben. Ja? Und der Flick hat mir das Kraftwerk gekauft um 115 Millionen Euro. Das war auch ein Spiel, wo ich mir gedacht habe, der ist ein Millionär, der hat ein Geld auch. Ne? Und das hat auch geklappt. Und somit haben wir eigentlich mehr oder weniger die Fabrik sukzessive bezahlt. Und trotzdem muss irgendwer den Mut aufbringen. Und das waren eigentlich fast immer Sie. Sie haben 2014, neben Ihrem Geburtstag, die Goldene Hochzeit gefeiert. Das ist natürlich irgendwo eine Frau im Hintergrund, Ihre Familie im Hintergrund. Wie wichtig war da Ihre Familie immer auf Ihren Lebensweg, der so prägend ist? Die Frau hat gesagt, weißt du was, ich habe daheim eine große Landwirtschaft mit 120 Viecher, also Ochsen und so Sachen. Und da kostet alles da, aber ja, meine Landwirtschaft darf nicht für Kredit aufnehmen oder irgendwas. Nein, das tue ich nicht. Habe ich nie getan. Habe dort nur dazu gekauft und dazu gekauft im Zuge der Zeit, aber die besteht heute noch. Haben wir heute noch meine 120 Ochsen und. Habe zwar jetzt der Junior schon geerbt, aber das läuft so weiter, wie es ist. Dann habe ich Wachtelkönig gezüchtet. Da bin ich Projekt Wachtelkönig, da habe ich auch alle Jahre Geld gekriegt dafür und das läuft heute noch.
Und das hat sich eigentlich gezeigt. Und der Wachtelkönig ist in Enstal sehr, war ja ein Problem mit der, mit der Straße und alles. Ne? Und dann habe ich zu einem Herrn Land, auf seiner Frau Glasner gesagt, du, der Wachtelkönig kann ja runterfliegen, auch zum Meer, ne? Der muss ja nicht da im Meer schon oben sein. Er hat gesagt, ja, das ist die Idee, dann verpflanzt man da oben. Und so ist dann wieder weitergegangen. Sie sind in vielen Bereichen, Sie sind Jäger, Sie sind auch in vielen Umweltbereichen tätig. Zum Beispiel das Life Plus Projekt, da war die Firma Heider auch sehr involviert. Wie sehr ist dieser Ausgleich für Sie, eben die Jagd, eben die Natur, so ein bisschen der Rückzug? Ich habe schon was übrig für Natur. Ich bin ein Jäger und ich mache halt Natur. Und ich will der Natur. Ich trage auch Berge ab, bauen sie nichts, oder Autobahnen oder sonst was, oder Steinbrüche oder irgendwas. Ne? Aber ich richte es wieder so her hinten, dass es wieder einen Sinn hat. Und das ist mir auch immer bei meinen ganzen Verhandlungen bezüglich Schottergruben und so Sachen, haben die Behörden immer gesagt, Heider, wir machen es, aber du musst es wieder ordentlich herrichten. Und das habe ich mein Leben lang eingehalten und dadurch habe ich auch nie Probleme gehabt mit irgendetwas. Ihren Leben muss wahnsinnig viele Verhandlungen gegeben haben, auch wahnsinnig viele. Ich sage jetzt mal Konflikte. Wie geht ein starker, mutiger Mann wie Sie mit Konflikten um? Wie handhabt man das? Ich bin der Meinung, man muss, wenn man Meinungsverschiedenheit hat, reden und nicht aufs Gericht gehen. Ich bin auch nie aufs Gericht gegangen, sondern das Gericht kostet nur mehr. Dann haben wir es halt irgendwo bei der Mitte, die Hälfte und die Hälfte in der Ruhe. Also auf Wiedersehen, geben wir uns die Hand, gehen wir wieder. Ein jungen Unternehmer verheint. Was gaben Sie dem mit? Jeder mag erfolgreich sein, jeder will im Grunde das erreichen, was Sie erreicht haben. Was gaben so einen jungen Kerl mit, der in den Anfängen steht? Es ist so, dass man eigentlich Mensch sein soll und Mensch bleiben soll. Und das ist halt im Großen so wie im Kleinen. Das ist bei einer Fabrik, also wenn ich durchgehe, bitte mir nicht ein, ich bin der Chef. Aber wenn der Lehrbauer daheim seiner Mutter erzählt hat, ist der Chef durchgegangen, dann ist halt was. Ne? So, dann weiß der Hahn, das ist Freundsinn. Ne? Oder wenn ich im Wirtshaus hingehe mit bei uns, hocken wir sich 10 übereinander, naja, zwei kommen wir da von da vorne. Ne? Dann meinte ich, damit ich zwei nicht weiß, wofür sie sind, eine runde Biertlein, alle 10. Dann kann ich mich nicht blamieren. So ist mein Leben, so tue ich halt. Das bringt mich ja nicht um dabei. Ne? Schön. Und als finale, letzte Frage, kann man das sagen, was war der größte Erfolg in Ihrem Leben? Lasst sich das festmachen. Ich glaube, dass man zufrieden ist einmal. Und der Erfolg ist für mich auch, wenn da 1000 Leute arbeiten und 1000 im Bau arbeiten, dann gebe ich eigentlich schon sehr vielen Leuten ein Brot. Und das muss zuerst einmal kennen. Ich bin ein glücklicher Mensch, also ich habe keine Probleme. Also für mich ist immer wichtig, dass das, was aufgebaut worden ist, auch weitergeht. Es ist mir eigentlich alles gelungen, ohne, ich habe auch keine besonderen Schulden, muss ich auch sagen. Ich habe das immer wieder so abgewickelt, dass einfach, ich bin auch nicht zu Risiko eingegangen, dass ich nicht Risiko habe. Wenn Sie das Büttel anschauen, dann wissen Sie, was Risiko heißt. Ne? Aber ich bin standhaft. Der Kollege Oberhuber, der bei mir war 20%, der hat gesagt, du kannst mir gerne mal Rente fahren. Und ist in Pension gegangen, weil er 70 Jahre alt war. Der Herr Grüneste, was mit dabei ist, dass der Sohn im Haus arbeitet, im Haus. Und die nächste Crew, was jetzt kommt da, für mich ist wichtig, dass das weitergeht. Verstehen? Wir sind 1000 Leute da und das ist für den Bezirk was und ich bin der Heider. Das lassen wir nicht nachsagen, dass ich irgendwo was verloren oder umbringe oder was nicht mache. Mit dem richtigen Gefühl und gesundem Menschenverstand hat Erwin Heider stets seinen Weg verfolgt. Und ebenso wohlüberlegt gestaltet er die Übergabe an eine starke Basis der nächsten Generation. In Wirklichkeit ist es so, dass ich jetzt eigentlich mehr oder weniger 84 Jahre alt bin und schon langsam das irgendwo mal anbringen will. Wie 200 Jahre, das sage ich jedem. Und jetzt habe ich eigentlich die junge Crew da. Das heißt für mich als Erwin Heider, dass wir vor 25 Jahren was angefangen haben da und dass eigentlich die Fabrik für ihre Zukunft wieder gesattelt ist mit diesen Herren. Und so, dass ich eigentlich sehr zufrieden bin, dass es das übergeben kann und dass da wieder 1000 Leute auch weiterhin arbeiten.
wenn ich morgen stirb, kann ich nicht drauf haben, ich will aber nicht sterben. Nein. Meine Mutter ist 94 geboren, ich bin 100, ich habe ein Ziel im Leben. Und jedes Ziel ist mir normal gelungen. Ich sage an der Stelle einen herzlichen Dank. Das war ein ganz, ganz schönes Gespräch. Ich hoffe, dass wir noch ganz, ganz lang, ja, ganz, ganz viel von Ihnen hören. Größte Hochachtung. Herzlichen Dank. Dankeschön, dass du mich besucht hast. Hat mich gefreut. Ja, mich sehr auch. Nett. Vielen Dank. So, ja.